Hallo und herzlich willkommen zu meinem Screencast zum Konzepttest Nummer 56, Reaktion zweiter Ordnung. Es gilt, die Frage zu beantworten, welche Auftragung ergibt für eine einfache Reaktion zweiter Ordnung eine gerade? Mit folgenden Antwortmöglichkeiten: A gegen T, ln A gegen T, ln A gegen 1 durch T, 1 durch A gegen T und 1 durch A gegen 1 durch T. Doch zunächst, was ist eine Reaktion zweiter Ordnung? Hierbei stechen jeweils zwei Merkmale besonders hervor. Es reagieren zwei Edukte, auch wenn nur ein Edukt vorhanden ist, zu einem oder mehreren Produkten. Und die Reaktionsgeschwindigkeit ist abhängig von den Konzentrationen der Ausgangsstoffe. Doch zunächst betrachten wir die Reaktion genauer. Hierbei handelt es sich um eine Reaktion zweiter Ordnung des Typ 1, also dass die Edukte aus jeweils nur einem Molekül bestehen und sie miteinander zum Produkt P reagieren. Heißt also genau, wir schauen uns hier eine bimolekulare Reaktion an, dass auf Seiten der Edukte nur ein Molekül ist und diese miteinander reagieren. Um nun für diesen Typ der Reaktion zweiter Ordnung eine gerade bei einer grafischen Aufzeichnung zu bekommen, schauen wir uns das Geschwindigkeitsgesetz an. Dieses lautet minus dA durch dT gleich K mal A Quadrat. A Quadrat, wie gesagt, da es sich nämlich um eine Reaktion des Typ 1 handelt. Um es zu integrieren, formen wir nach dA minus A Quadrat um und erhalten minus dA durch A Quadrat gleich K mal dT. Integriert liefert es uns dann also Minusintegral von den Grenzen von a0 bis at dA durch a Quadrat gleich k mal von den Grenzen 0 bis t dt. Und erhalten dementsprechend dann die Gleichung 1 durch at minus 1 durch a0 gleich k mal t. Dementsprechend 2 mal kt, da es sich bei der 2 mal k um einen konstanten Koeffizienten handelt, der auch in manchen Lehrbüchern als k-effektiv bezeichnet wird. Ich habe hier auch die mögliche Gleichung nach 1 durch at hingeschrieben, denn wir können sehen, dass links in der Gleichung der Ausdruck zustande kommt, dass es steigt. Denn 1 durch a0 ist eine Konstante und wir haben eine Zeitabhängigkeit bei 2 mal k mal t. Das heißt, sobald der linke Bruch 1 durch at, also das at, kleiner wird, so wird 1 durch a0, eben also a0, größer. Das ist auch logisch, denn wir verbrauchen Edukte und mit der Zeit sinkt auch daher at, also das a, a von t. Die genaue mathematische Abhängigkeit ist eben diese Umformung 1 durch at. Im Zusammengefassten sehen wir hier noch einmal das Geschwindigkeitsgesetz und die integrierte Form davon mit dem integrierten Geschwindigkeitsgesetz. Und aus dieser Lösung kommt nun die Aussage zustande, die reziproke Konzentration 1 durch a ist offensichtlich eine lineare Funktion der Zeit t. Heißt also, von den Antwortmöglichkeiten, die gegeben waren, ist d nun die richtige, nämlich 1a gegen t. Denn aufgezeichnet in so einem Diagramm sieht es folgendermaßen aus und somit haben wir unsere gewünschte Gerade erhalten.